Ich lese uns den Monatsspruch für den März im Jahr 2022. Er steht im Epheserbrief im 6. Kapitel, dort in Vers 18. Hört nicht auf zu beten und zu flehen, betet jederzeit im Geist, seid wachsam, hart aus und bittet für alle Heiligen. Wann haben Sie das letzte Mal gebetet? Eine dumme Frage, vielleicht zum Mittagessen oder zum Abendessen. Vielleicht auch am Morgen, weil Ihnen das vertraut ist von Kindheit auf an. So war es bei mir. Meine Großmutter in Berlin hat, wenn wir bei ihr zu Besuch waren, immer Luthers Morgensegen gesprochen, ja fast gesungen. Ich danke dir, mein himmlischer Vater, durch Jesum Christum, deinen lieben Sohn und so weiter. Das hat sich mir eingeprägt. Und bei uns am Familientisch daheim, da war es auch üblich, dass beim Frühstück der Kalenderzettel gelesen wurde und hinterher wir reihum beten mussten, also jeder an einem Tag. Und wenn man mal nicht wusste, was man beten sollte, der Vater hat schon Tipps gegeben und dann habe ich das freie Gebet in dieser Form und Weise gelernt. Vielleicht ist es aber auch eine Liedstrophe, die Sie gerne beten, am Abend mit einem Abendlied einzuschlafen, eine gute Übung. Und Sie merken wahrscheinlich, hört nicht auf zu beten, wie der Monatsspruch sagt, lädt uns ein, das Gebet immer wieder zu üben und zu praktizieren. Und für den, der es im Leben geübt hat, ist das auch nicht so schwer. Auch das Gebet, frei weg von der Leber, Gott alles sagen können, was mich bewegt und beschäftigt. Alles darf gesagt sein. Die Teresa von Avila hat das einmal schön ausgedrückt. Alles, was mein Leben ausmacht, Ängste, Sorgen, Freude, Leid, Schuld und Versagen, kann ich Gott anvertrauen, wie bei einem Freund. Das Schöne, so Jesus in der Bergpredigt, als er seine Jünger über das Beten unterweist, euer Vater weiß, was ihr braucht, ehe ihr ihn darum bittet. Er weiß, was ihr braucht, ehe ihr ihn bittet. Ja, warum soll ich dann überhaupt noch beten, wenn er es schon weiß? Martin Luther hat das einmal sehr schön gesagt. Er gebietet es nicht, dass wir ihn mit unserem Beten belehren sollen, was er geben soll, sondern darum, dass wir es erkennen und bekennen, was er uns für Güter gibt und geben will. Also unterrichten wir durch unser Gebet mehr uns selber als ihn. Das klingt seltsam, aber es ist doch so, dass wir durch das Gebet unserem Herzen Luft machen und es uns öffnet für die Dankbarkeit. Betet jederzeit im Geist, hört nicht auf. Paulus schreibt, betet ohne Unterlass. Katholische Mitchristen kennen sicherlich den Rosenkranz. Ein Rosenkranz mit vielen Perlen und dem Kreuz an seinem Ende. Es gibt ihn in unterschiedlichster Form und Weise. Die Perlen, die erinnern und lassen auch beten, das Vaterunser, das Glaubensbekenntnis, das gesprochen wird und die einzelnen Gesetze, wie man es nennt, Aussagen über Christus, was Christus dem Menschen tut. Und das wird wiederholt. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnaden. So der Gruß des Engels. Das ist doch nur Gemurmel, sagen fromme Pietisten, so ein Plappern. Aber sie empfinden das so, weil sie es nicht kennen. Ich habe im Laufe meines auch pastoralen Daseins in dem Krankenhaus vor allem auch viel kennengelernt über katholische Mitchristen, denen der Rosenkranz sehr wichtig geworden ist. Sie haben ihn gebetet und manche Sterbende sind mit dem Rosenkranz in den Händen eingeschlafen. Hart aus im Gebet. Tretet mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alles ein. Betet ohne Unterlass.
das Herzensgebet, ein letzter Blick noch auf dies, das Jesusgebet aus dem Raum der orthodoxen Kirche, lautet ganz kurz: Herr, erbarme dich, Kyrie eleison. Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Hören wir mal rein in die Belehrung aus den Erzählungen eines russischen Pilgers, der einen Starzen, einen weisen Lehrer, fragt und bittet, ob er ihm nicht dieses Jesusgebet beibringen könnte. Und sie gehen in eine Klause und dort lehrt der Starz über das unablässige innerliche Jesusgebet. Wir betraten die Klause und der Starez sagte Folgendes: Das unablässige innerliche Jesusgebet ist das ununterbrochene, unaufhörliche Anrufen des göttlichen Namens Jesu Christi mit den Lippen, mit dem Geist und mit dem Herzen, wobei man sich seine ständige Anwesenheit vorstellt und ihn um sein Erbarmen bittet bei jeglichem Tun allerorts, zu jeder Zeit, sogar im Schlaf. Es findet seinen Ausdruck in folgenden Worten: Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Wenn sich nun einer an diese Anrufung gewöhnt, so wird er einen großen Trost erfahren und das Bedürfnis haben, immer dieses Gebet zu verrichten, derart, dass er ohne dieses Gebet gar nicht mehr leben kann, und es wird sich ganz von selber aus ihm lösen. Verstehst du nun, was das unablässige Gebet ist? Sehr wohl habe ich es verstanden, mein Vater, um Gottes Willen unterweist mich, wie ich es erlange, rief ich voller Freude. Mit dem Lippen, mit dem Geist, mit dem Herzen es unablässig wiederholen, bis es fast selbstständig wird, 3000 Mal am Tag, 6000 Mal, vielleicht sogar noch mehr. Auch das kommt uns sehr unsinnig und fremd vor. Aber wer es geübt hat, und ich habe auch manchen Mönch kennengelernt, zum Beispiel auf dem Athos, welches beseligende Glück es ist. Beten ohne Unterlass, mit Ausdauer und Beharrlichkeit. Ein letztes. Metropolit Antony erzählt eine schöne Geschichte, und zwar von einer Dame, die ihn besucht hat und ihn um Rat fragte, wie das geht mit dem Beten. Sie sagt: 14 Jahre lang habe ich fast ununterbrochen immer zu Gott gebetet und ihm alles gesagt, was mich beschäftigt. Und er fragte sie: Haben Sie auch ihm die Gelegenheit gegeben, ein Wort einzuwerfen? Und die Dame sagt: Ja, wie das? Ich habe doch die ganze Zeit zu ihm gesprochen. Ist das nicht Gebet? Und er sagte: Ich glaube nicht. Vielleicht, und das ist eine Empfehlung, setzen Sie sich mal eine Viertelstunde am Tag nur einfach hin. Nehmen Ihr Strickzeug und stricken vor dem Angesicht Gottes in seiner Gegenwart. Was war das Ergebnis? Schon bald kam sie wieder und sagte: Das ist ganz merkwürdig. Wenn ich zu ihm spreche und rede, da fühle ich nicht viel. Aber wenn ich nur einfach da sitze, mir seine Gegenwart bewusst mache und nebenher noch ein wenig gestrickt habe, was mich nicht ablenkt, da spürte ich seine Gegenwart deutlich. Ja, man wird auch das als eine Form des Gebets vielleicht lernen, dass wir nicht immer reden müssen, manches Mal fehlen uns ja auch die Worte, dass manches Mal nur einfach das Dasein eine große Hilfe sein kann. Ich wünsche Ihnen es vielleicht in diesem Monat März, das ein oder andere an Erfahrung zu machen, auch mit der Ermutigung: Hört nicht auf zu beten und zu flehen, alles Gott zu sagen, aber auch in seiner Gegenwart zu sein und sich daran zu freuen, er ist mit uns. Mit dem Gebet für uns, für alle Menschen, die Heiligen, die Christen, aber auch für die, die auf der Suche sind immer wieder nach dem Leben. Gesegnete Zeit.